Ein herzliches Willkommen zu einem Part von Heyday. Heute ein neuer Party am Stissel und heute erkläre ich euch, wie man sich für ein Dreifach XP Event LKW bzw. allgemein ein, könnte ein Doppelgeld Event, Doppelt XP Event, allgemein ein Event, wo ihr ganz, ganz viele LKWs abschicken müsst und somit auch viel Geld oder auch XP generieren könnt. Das erkläre ich euch heute und ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht. Aber in dem Video gehe ich mehr darauf ein, was ihr produzieren müsst. Wo, mit wem und wie viel. Deswegen checkt auf jeden Fall mal das Video ab, ist hier oben jetzt irgendwo eingeblendet, aber auch in der Videobeschreibung zu finden. Könnt ihr nach dem Video definitiv abchecken. Hilft euch auf jeden Fall nochmal zusätzlich sehr. Ist schon 2 Jahre alt, aber trotzdem immer noch sehr informativ. Ich habe es mir angeguckt und habe trotzdem entschieden, nochmal ein weiteres zu machen, denn vieles habe ich da einfach nicht erwähnt. Aber darauf gehe ich jetzt drauf ein. Und ihr habt gerade schon den ersten Punkt gesehen, Tom. Tom ist ein essentieller Bestandteil, wenn es darum geht, sich für ein XP-Event vorzubereiten, denn Tom hat einfach die Möglichkeit, euch jedes Produkt zu holen, was ihr braucht. Und gerade auch während des Events ist Tom einfach unersetzlich. Also sammelt die Booster, wenn ihr nicht Geld ausgeben wollt. Tom ist mittlerweile so einfach zu bekommen durch... Spielt die Derbys, versucht Tom ohne Ende zu ballern, zu kriegen und schickt den ohne Ende ab. Vorweg ist noch zu sagen, wann ihr damit anfangen solltet. Es ist wichtig, mindestens eine Woche vorher mit den Vorbereitungen für dieses Event anzufangen. Ich bereite jetzt hier schon ein bisschen länger vor, deswegen ist meine Scheune auch schon ein bisschen ready hier. Kann ich euch gleich mal noch zeigen. Also ich habe diesen, worauf ich gleich noch eingehe, noch nicht gemacht. Aber kommen wir erstmal zu Punkt 3, wenn man den zeitlichen Rahmen mitzählt. Wichtig ist es auch, aber nicht essentiell wichtig, mehrere Farmen zu haben. Nämlich gibt es da unterschiedliche Methoden, beziehungsweise 3 Arten von Farmen. Die erste ist eure Hauptfarm. Die sollte klar sein, das ist eure levelhöchste Farm, die Farm, die ihr leveln wollt, die Farm, die ihr pushen wollt, die Farm, die am Ende des Events die ganzen Lorbeeren von eurer Arbeit einheimen soll. Dann gibt es die zweite Art und das sind die, ich nenne sie mal, ja, wie nennt man die, Kükenfarm oder so? Ich habe da irgendwie keinen Namen für, aber wir nennen sie einfach mal Kükenfarm. Die Kükenfarm sind dafür da, eure Farm mit lebenswichtigen Produkten zu versorgen. Das heißt, das sind Farmen, die können Level 20 sein, die können Level 18, die können aber auch Level 50, 60 oder 70 sein. Die sind dafür da, um Produkte wie zum Beispiel Braunzucker, weißen Zucker, Sahne, Butter, all diesen kleinen Scheiß oder auch Mayonnaise, wenn die schon höher ist, die Farm, für euch zu produzieren, damit ihr mit eurer ersten Farm die Endprodukte produzieren könnt. Das sind einfach Farmen, die euch bei der Produktion für das Event unterstützen und euch dabei helfen sollen, mehr Produkte zu produzieren. Und auch während des Events halt auch diese kleinen Aufgaben, weil es gibt dann ja doch schon mal häufiger irgendwie 4 Mayonnaise bei der Aufgabe oder sonst, keine Ahnung, 15 mal Sahne oder sonst irgendwas, was ihr durch diese Kükenfarm einfach bekommen könnt. Dann gibt es die dritte Art und das sind die Lagerfarmen. Lagerfarmen sind Farmen, die haben nichts außer einer großen Scheune. Mehr müssen die gar nicht haben. Und mit einer großen Scheune meine ich, sagen wir mal, so um die 1000. Ist jetzt für die etwas Kleinen wahrscheinlich riesig, für die Großen denken sich, oh, das ist doch voll klein. Aber wenn ihr, sagen wir mal, 3-4 Farmen habt mit einer 1000er Scheune, ist das echt Gold wert, wirklich. Ihr könnt da so viele Produkte sammeln und könnt dann so viel euch während des Events immer rübergeben, dass ihr so endlos wirklich LKWs machen könnt. Kommen wir zum nächsten Punkt, das ist nämlich die Scheune managen. Das geht mit dem vorherigen Punkt mit den mehreren Farmen so ein bisschen einher. Wichtig ist es nämlich, die Scheune immer im Blick zu haben und darauf zu achten, was brauche ich, was mache ich und was will ich haben. Und zudem kommt noch da hinzu, dass ihr Produkte, die ihr gar nicht braucht fürs Event, einfach aussortieren solltet. Beispiel, 300 Decken braucht man nicht, 200 verkaufen oder auf eine Lagerfarm. Easy. Also mindestens, wirklich. Wenn nicht sogar 250, weil mehr als 50 Decken werdet ihr nicht los bei einem LKW-Event. Das wird einfach nicht angefragt. Das ist einfach unrealistisch. Mehr als 50 Sachen von Endprodukten braucht ihr nicht. Das ist sehr, sehr unrealistisch. Abgesehen von Karottenkuchen oder halt den, was man im niedrigen Level bekommt, weil das wird häufiger mal in 10er, 15er Packs angefragt. Deswegen ist es da wichtig, früh genug dann noch die Sachen rüber zu machen. So Sachen wie die Erweiterung, durch das Kauflimit ist das halt ein bisschen doof, aber dauert zwar dann auch ein bisschen länger, die Sachen rüber zu machen, aber auch kein Problem, wenn ihr mindestens eine Woche vorher anfangt, habt ihr locker Zeit, die Erweiterung auf eine andere Farm zu ballern. Solltet ihr natürlich auf der ersten Farm keine Scheunenprobleme haben, spielt das natürlich keine Rolle, dann könnt ihr die natürlich auch lassen. Es geht halt nur für die Farm, die wirklich auch Platzprobleme dann haben. Und wichtig noch dazu ist, hier zum Beispiel so TNT-Sachen und die Sachen auf jeden Fall
auf eine andere Farm machen, weil die braucht ihr während des Events nicht. Ihr braucht Produkte, Produkte, Produkte. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Das sind Freunde. Freunde sind wirklich wichtig und da kann ich auch nochmal hier in der Videobeschreibung ist unser Discord verlinkt. Spielt mit Freunden, spielt mit Bekannten. Es ist ein Helfen, ein Geben und Nehmen sozusagen. Und ihr könnt dadurch nur profitieren, wenn ihr mit anderen spielt und euch so gegenseitig pusht. Es ist keiner böse, wenn einer fragt, ey, hast du das, möchtest du tauschen oder so. Spielt mit anderen Leuten. Wie gesagt, unser Discord ist wirklich sehr gut. Da sind sehr viele Heyday-Spieler. Wir sind mittlerweile schon über 1000 aktive Heyday-Spieler dort und deswegen kann ich euch den nur empfehlen, da einfach mal vorbeizuschauen und andere Leute, Heyday-begeisterte Spieler zu finden und mit denen das Event zu zocken. Nächster und letzter Punkt auf der Liste ist die Zeitung. Bin ich auch gerade schon drin, ich war jetzt gerade ein bisschen langsam mit wegen den scharfen Pizzen, aber nutzt die Zeitung, nutzt die Pausen während des Events auch aus. Ihr habt 30 Minuten, wo ihr auf neue LKWs warten müsst. Geht durch die Zeitung, ballert, ballert, ballert. Das kann mir keiner erzählen, wirklich nicht. Ey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Bei dem XP-Event kann man rund um die Uhr in der Zeitung hocken, rund um die Uhr die Produkte suchen, die man braucht. Das geht so schnell und ist so wichtig. Ihr braucht natürlich viel Geld dafür, aber wenn ihr richtig XP verdienen wollt, dann sollte es euch das wert sein. Denn es ist wirklich richtig gut und wichtig, auch in der Zeitung zu kaufen, denn da gibt es so viele tolle Sachen, auch zwischendurch mal. Ich habe da keine allgemeine Empfehlung, zu welchem Farm ihr gehen solltet. Bei mir ist das meistens so, ich gehe nie auf rustikaler Straußfarm, ich gehe meistens auf Farm, die mal was anderes drin haben. Also ich gehe richtig selten auf Mais, Weizen und rustikaler Strauß, weil ich suche Produkte. Wenn ich Erweiterungen suchen würde, würde ich gerade auf diese Farm gehen, weil das sind meistens Bot-Farmen, da findet man diese Erweiterung. Aber da ich ja keine Erweiterung haben möchte, sondern Produkte, gehe ich auf Farmen, die. Ja gut, Bernds Musi macht auch keinen Sinn. Also auf Farmen, die halt was drin haben, was nicht oft da ist, wie jetzt zum Beispiel Kürbis, Eier. Gut, Eier sind mittlerweile auch häufiger oder Äpfel hier. Äpfel ist ein gutes Beispiel. Auf Sachen, die nicht so oft drin sind und meistens auch auf Farmen, die im höheren Level sind. Also, sagen wir mal Level 60 aufwärts, weil drunter ist auch ein bisschen schwer, dass da was verkauft wird. Man kann auch Glück haben mit Sahne, Zucker und sowas, aber das ist dann schon seltener der Fall. Das war's mit dem Video. Checkt auf jeden Fall mal das andere Video ab, würde mich auf jeden Fall sehr freuen und denkt auf jeden Fall auch mal daran an den Creator Code. Riesenunterstützung an jeden, der es macht, zu Römer B hier eingeben. Freut mich wirklich. Danke an jeden, der den Code hier eingibt und mich damit unterstützt. Denkt dran, alle 7 Tage ist der weg, deswegen immer gucken, ob der Code drin steht. Wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, dann lasst doch ein Abo da, würde mich sehr freuen. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und checkt auf jeden Fall meinen Instagram-Account ab. Jetzt mache ich mal richtige Schleichwerbung am Ende. Instagram-Account auch in der Videobeschreibung, lasst mal ein Follow da. Da geht's auch ab. Genau, wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Ich werde sie mir durchlesen und euch beantworten. Und bei dem anderen Video könnt ihr auch mal gern Like und einen Kommentar da lassen. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein und ciao!